Sportsfreunde, mal wieder ein Blick auf die Jungtauben. Die sind gerade vom Training reingekommen. Seit 2 Tagen sind die Weibchen wieder dabei. Ich muss immer noch mal betonen, das sind Jungtauben, die wurden am 20. März abgesetzt und dementsprechend vorbereitet. Zurzeit sind sie wirklich in einer super Verfassung. Es sind hier 5 Weibchen drin, junge und 8 junge Vögel. Und eine Taube, die ist noch etwas jünger. Also insgesamt werden, wenn alles gut geht, 14 Jungtauben zum Einsatz kommen. Ich muss dazu sagen, 3 Trainingstouren haben sie auch schon hinter sich. Dabei muss man berücksichtigen, dass ich die Tauben, also ich beginne so mit 3-4 Kilometer, aber so ab der 3., 4. Tour wirklich auch einzeln trainiere und auch dafür sorge. Und das kann man auch wieder bloß mit den wenigen Tauben machen, sonst steht man da ewig, dass sie dann wirklich auch möglichst einzeln hier zu Hause sind. Das ist eigentlich jetzt hier heute bloß mal ein Stimmungsbild. Wenn sie natürlich gesund sind, und das sind sie im Moment, dann sieht das alles gut aus. Aber wenn wir dann die ersten Trainingstouren in der Kabine haben, bin ich eigentlich auch davon überzeugt, gibt es mit Sicherheit wieder Probleme mit der Jungtierkrankheit. Aber im Moment ist alles gut. Es sind ein paar richtig tolle Tiere dabei. Vor allen Dingen auch die Kinder aus dem 101 sind wieder richtig tolle Tauben. Also es ist im Jungtierschlag richtig Stimmung. Das ist natürlich genau das, was man sich so wünscht. Schauen wir mal, dass wir diese Form irgendwie halten können. Ja, das nochmal so ein Stimmungsbericht aus dem Jungtierstach. Das war's schon. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Tschüss.